da. Brigitte, ja, guten hallo. Tag, guten Morgen. Ja. Nochmal, wir haben ein Problem, oder willst du zuerst einen Kaffee? Nein, ich nicht. Ein Stück Banane? Später vielleicht, okay. Ja doch. Genau. Was für ein Problem habt ihr? Ja, weißt du, beim Präventionskreislauf, man sieht das Schema jetzt nicht mehr. Wir wollten eine PowerPoint-Präsentation machen und das der Isabel erklären und es hat nicht funktioniert. Nicht funktioniert. Es ist ziemlich schwer, alles zu erklären. Du kannst das bestimmt. Soll ich euch helfen? Ja. Nett, dürfen wir zuhören? Mache ich doch gern. Danke. Aber ich denke, bevor ich erklären will, wie das Rezept ist, möchte ich mal zeigen, wie erfolgreich wir in den ganzen letzten Jahren waren mit Unfallverhütung, weil dann glaubt ihr mir auch, dass das Rezept wirkt, oder? Selbstverständlich. Ja, ich möchte, dass ich zeige euch das an einem, zeige Ihnen das an einem internationalen Vergleich. Wenn Sie diese Folie anschauen, 1970 aufgetragen sind die OECD-Länder, die Anzahl, also die Verkehrstoten pro 1 Million Unfälle. Rot eingefärbt die Schweiz. Wir lagen 1970 noch auf dem Platz 25 im internationalen Vergleich, also relativ schlecht. Wir hatten damals fast 2000 Getötete auf unseren Straßen. Es war die Zeit, die Peter Helen vorhin beschrieben hat. Es war ziemlich dramatisch. Die BfU hat dann gearbeitet. Sie haben gearbeitet, mitgeholfen. Das Gesetz hat, der Gesetzgeber, das Parlament hat mitgeholfen und wir haben sehr viele erfolgreiche Maßnahmen umgesetzt in den 70er Jahren. Und 1980 lagen wir schon auf Platz 18 im internationalen Vergleich. 1990 sind wir auf den Platz 15 vorgerückt. 2000 sind wir auf den Platz 9 vorgerückt. 2005, Platz 5, die neueste Zahl aus 2010, sind wir sogar noch auf Platz 4 vorgerückt. Und weil es so schön ist, zeige ich die Folien gleich nochmal retour. Und was man auch sieht, es ist nicht nur so, dass die Schweiz in die vorderen Ränge gekommen ist, sondern dass sich europaweit und weltweit die Zahl der Unfallverhütung durchgesetzt hat und alle grünen Balken über den Lauf der Zeit zurückgekommen sind. Also Unfallverhütung wirkt, die Rezepte der Unfallverhütung wirken. Ein Grund für den Erfolg dieser Zahlen, für den Erfolg der Unfallverhütung war sicher, dass die BfU seit 1938 zusammen mit dem Partner aktive Unfallverhütung betrieben haben. Hier ein Bild aus dem Jahr 1955. Sie sehen, schon da gab es Unfallverhütung und schon da damals hat die Unfallverhütung auf Zahlen, auf Fakten basiert. So hat man damals Unfallverhütung gemacht. Zahlen und Fakten sind aber heute noch Ausgangspunkt jeder guten Prävention, auch jeder guten Unfallverhütung. Wir haben heute aber immer noch 1 Million Unfälle. Das ist auch Tatsache. Und wenn wir uns das ansehen, die Verteilung der Millionen Nichtberufsunfälle, dann sehen wir, dass wir rund 100.000 Straßenverkehrsunfälle haben, also Verletzte haben, muss ich genau sagen, im Straßenverkehr, 300.000 im Sport und 600.000 im Haus und Freizeit der Restkategorie. Die Getöteten sehen heute viel besser aus als früher, aber dennoch sehen viel besser aus. Die Zahlen, tut mir leid, ohne Manuskript. Die Zahlen der Getöteten. Wir haben aber immer noch 2000 Tote, also immer noch eine bedenkliche Zahl. Davon 1500 in Haus und Freizeit, etwas mehr als 300 im Straßenverkehr und 130, 140 je nach Jahr im Sport. Straßenverkehr hat in dem Sinn Sport überholt bei den Getöteten, weil die Straßenverkehrsunfälle im Schnitt viel schwerere Auswirkungen haben als im Sport. Und wenn wir uns die volkswirtschaftlichen Kosten ansehen, dann sehen wir auch, dass Unfallverhütung sehr wohl Not tut, weil Unfälle sind teuer, Unfälle kosten die Gesellschaft. In der Schweiz
heute zusammen etwa 11 bis 12 Milliarden Franken jedes Jahr. Straßenverkehrsunfälle sind die teuersten, deshalb machen sie auch etwa 50% der Gesamtkosten aus, etwas mehr sogar noch als die Haushaltunfälle. Sportunfälle, weil es im Schnitt auch leichtere Unfälle sind, hingegen sind insgesamt eher an dritter Stelle zu sehen. Wenn wir uns die Schwerpunkte im Unfallgeschehen ansehen, im Straßenverkehr haben wir als erstes und wichtigste Hauptsorgengruppe sind die Neulenker. Die Motorradfahrer ein Thema. Bei beiden ist die Geschwindigkeit ein wichtiger, relevanter Faktor für die Unfälle. Alkohol weiterhin ein Problem, obwohl wir gerade in dem Bereich gute Fortschritte in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Hingegen, das, was wir vorwärts gemacht haben beim Alkohol, ist Müdigkeit und vor allem Ablenkung mit den ganzen neuen Handys, Gadgets und so weiter. Ablenkung, ein neues, großes Phänomen im Straßenverkehr, auf das wir uns unser Augenmerk mal richten müssen. Im Sport sind die Schwerpunkte wie früher der Schneesport, Fußball, die zwei Hauptursachen eigentlich der Unfälle im Sport sind Schneesport, Fußball, aber auch die Velo-, die Mountainbike-Unfälle, Bergsport, vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen, wir haben gerade eine Bergsportkampagne deshalb gestartet gestern, weil wir doch sehr viele Tote im Bergsport beim Bergwandern haben und auch Wasser. Im Zusammenhang mit Wasser ist das Ertrinken natürlich eine ganz gefährliche oder eine Hauptursache. Und im Haus- und Freizeitbereich, dort gibt es eigentlich nur einen Schwerpunkt, der ist aber sehr, sehr dominant und eigentlich auch fast die größte Unfallgefahr überhaupt, was man gar nicht denkt, die Stürze, Stolpen und Stürze im Straßenverkehr, im Haus und Freizeit eine wichtige Unfallursache, ein großer Schwerpunkt. Ja, die Banane, genau, Stürze und Banane. Soweit eigentlich zu den schlechten Nachrichten. Es gibt aber auch eine ganz gute Nachricht. Unfälle können verhindert werden. Zum Beispiel so. Aber ich denke, wir wären nicht so erfolgreich in der Unfallverhütung gewesen, wenn wir diesen Ansatz gewählt hätten. Es wäre zu überprüfen, ob, wenn die Frau am Steuer gesessen wäre, vielleicht wären dann die Zahlen schon mal besser, optimistischer gewesen. Dennoch ist das nicht der Ansatz, den die BfU verfolgt. Wir haben ein anderes Rezept der erfolgreichen Unfallverhütung und gerade ihr wolltet das ja eigentlich wissen. Rezept der erfolgreichen Unfallverhütung. Die 5 E's? Die 5 E's? Ja. Und die Verankerung und der Präventionskreislauf. Es kommt. Eins nach dem anderen. Als erste Zutat, genau, ist der Präventionskreislauf. Genau. Mit 5 Etappen und zuerst, und das wichtiger Start, den man unbedingt machen sollte, ist die Unfallforschung. 3 Fragen stellen sich bei uns bei der Unfallforschung immer systematisch. Was passiert? Warum passiert es? Und wie kann es verhindert werden? Wie kann es effizient verhindert werden? Wenn man mal diese Wissensbasis hat, dann geht es darum, sich Ziele zu setzen. Herausfordernde Ziele natürlich, aber auch realistische Ziele. Hier ein Beispiel. Die Schweiz hat unter der Regie von Bundesrat Leuenberger sich vor gut 10 Jahren das Ziel gesetzt, mit Vision Zero zusammen die Zahl der Getöteten und der Schwerverletzten im Straßenverkehr zu halbieren. Man wollte von 600 auf ungefähr 300 Getötete, von 6.000 auf 3.000 Schwerverletzte im Straßenverkehr. Wenn man sich diese Ziele gesetzt hat, geht es darum, als nächstes ein Programm zu formulieren. Ein Programm, das möglichst breit abgestützt ist, möglichst viele Partner einbezieht und mit möglichst vielen
verschiedenen Mitteln, aufeinander abgestimmten Mitteln, die Unfallursachen, die Erkenntnisse aus der Forschung umsetzt. Auch das haben wir durchgemacht zusammen mit verschiedenen Playern, mit eigentlich allen Playern im Straßenverkehr. Das Programm Via Segura wurde erstellt und wurde erfreulicherweise letzten Sommer vom Parlament verabschiedet und ist jetzt in der Umsetzung. Frau Bundesrätin Leuthard hat es erwähnt. Damit auch das Stichwort, wenn man das Programm einmal hat, dann geht es an die Umsetzung, an die Planung der Maßnahmen, Umsetzung der Maßnahmen, besten mit vielen Partnern zusammen, ein abgestimmtes Programm. Und die letzte Stufe, und das darf man nie vergessen, das ist ebenso wichtig für den Erfolg der Unfallverhütung und für die Zukunft, dass die Maßnahmen dann auch evaluiert werden, damit man Erkenntnisse sammelt, hat es gewirkt, was hat besonders gut gewirkt, was hat weniger gewirkt, wie kann man das nächstes Mal besser machen. Ja, und so haben wir diesen Präventionskreislauf als erste Zutat. Die zweite Zutat sind die 5 E's. Hier haben wir als erstes E, Education, Verhalten, Ausbildung, auch Kampagnen gehen unter das E, Education, als wichtiger Eckpfeiler der Unfallverhütung. Wir haben dann aber auch Engineering, da geht es um die Infrastruktur, um die bauliche Infrastruktur, Produktesicherheit, ebenfalls der zweite wichtige Eckpfeiler in der Unfallverhütung. Und dann geht es um Enforcement, die Durchsetzung der Regeln, die Durchsetzung des Gesetzes. Hier ist natürlich ganz wichtige Arbeit auch der Polizei, Durchsetzung, dass sich alle auch an die Gesetze halten, ein wichtiges drittes E. Das vierte E ist das Economy. Hier geht es um wirtschaftliche Anreize, etwas, das vor allem auch in der neueren Zeit ein Ansatz ist, den man weiter verfolgen will. Und das fünfte E, Emergency, Rettungswesen, ebenfalls ein wichtiges Element, setzt erst in der dritten Phase des Unfalls an, wenn der Unfall schon geschehen ist, hilft aber eben auch mit, schlimmeres Leid zu verhindern, die Unfallfolgen zu mindern. Es ist jetzt noch ein bisschen theoretisch, ich möchte ein Beispiel nehmen. Gurten, nehmen wir das Beispiel der Gurten, des Gurttragens im Auto. Wir haben ein Gurtenobligatorium seit den 70er Jahren. Wir hatten letzthin eben die Gurtenkampagne, ein Band fürs Leben. Die Gurtenkampagne war auch deshalb so wichtig und so erfolgreich, wir konnten das zeigen, weil wir große Unterstützung der Polizei hatten. Die Polizei hat parallel zur Kampagne Kontrollen durchgeführt, auch darüber kommuniziert. Leute, die Zeitungsleser, die Öffentlichkeit wusste, Polizei kontrolliert, motiviert durch die Information, ein Band fürs Leben, Attaché à la vie, das zusammen hat schon sehr gut gewirkt. Wir hatten aber auch das Engineering auf der unseren Seite. Kluge Ingenieure haben den Gurt in den letzten 40 Jahren immer besser gemacht. Heute mit Gurtenstraffer wirkt das sehr viel, viel, viel besser. Und vielleicht hilft ja auch die Versicherungswirtschaft mit dem Economy, dass Leute, die keinen Gurt getragen haben, vielleicht mit Versicherungsleistungskürzungen rechnen müssen. Das sind so Elemente, wie man am Beispiel des Gurtes nun gesehen hat, wie die 4 E's zusammenwirken. Das war die zweite Zutat, aber eine dritte Zutat, die ebenfalls sehr wichtig ist für erfolgreiche Unfallverhütung, ist eine nationale Organisation. Gerade wenn ich über die Schweizer Grenzen, Landesgrenzen hinausschaue, in die anderen Länder, die so etwas nicht kennen, dann bin ich überzeugt, die Erfolge, die ich am Anfang zeigen konnte in der Unfallverhütung und zu vorrücken in die vorderen Ränge, hat auch damit zu tun, dass unsere Väter und Großväter eben die BFU gegründet haben, gesagt haben, wir wollen eine nationale Organisation, die manchmal auch ein bisschen unbequem ist. Frau Bundesrätin Leuthard hat es gesagt, die in der Wandelhalle des Parlaments für schärfere Gesetze Werbung gemacht hat. Gurtenobligatorium, 0,5 Promille Alkohol, also große Meilensteine, die sich die BFU dafür eingesetzt hat. Eine BFU, die aber auch
nach dem Präventionskreislauf arbeitet, mit der Forschung im oberen Teil des Kreislaufes und unseren anderen Kernkompetenzen, die, wie wir das nennen, Ausbildung, Beratung, Kommunikation im unteren Teil angesiedelt. Aber auf der Folie fehlt noch etwas. Die BFU wäre nicht das, was sie ist. Die Erfolge, die wir verzeichnen könnten, wären nicht das, was sie gewesen sind ohne sie, ohne unsere Präventionspartner, ohne Sicherheitsdelegierten in den Gemeinden, ohne Verkehrsinstruktoren, die unermüdlich in den Schulen, in den Kindergärten sind und den jungen Menschen die Verkehrsregeln erklären, das richtige Verhalten erklären. Und in neuer Zeit auch nicht ohne die Hilfe und Unterstützung der Sicherheitsbeauftragten in den Betrieben, unser drittes ganz zentrales Netzwerk, das wir in Zukunft vielleicht auch noch hoffentlich ausbauen können. Dank Ihnen. Ich möchte an dieser Stelle Ihnen ganz, ganz herzlich zeigen, Sie sind ein wichtiges Element der Unfallverhütung und ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie in den letzten 75, 40 Jahren mit uns zusammen geholfen haben, die Unfallverhütung noch erfolgreicher zu machen. Merci. Das ist noch mal kurz zusammengefasst, damit ihr auch aufpasst und es nachher richtig wisst. Die drei Zutaten: Präventionskreislauf, die fünf E's und eine nationale Organisation in der Mitte. Ich möchte jetzt, wir wollen Ihnen jetzt am Beispiel des Sturzes zeigen, wie man diese Rezepte zusammenmischt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen bei der kommenden Kochshow mit Experten der BFU, die Ihnen das noch, was ich jetzt ein bisschen hier theoretisch erklärt habe, noch ein bisschen mehr praxisnah nahe bringen wollen. Viel Vergnügen!